diese Vielfalt, von der ich gerade gesprochen habe, vom Kostümbildner bis hin zu Maschinenbau, wenn es um Bühnentechnik geht, diese Unterschiedlichkeit, das ist das, was mich fasziniert. Ich bin ja bei Reed Exhibitions nicht nur für die Showtech verantwortlich, sondern noch für drei andere Messen. Aber die Showtech liegt mir ganz besonders am Herzen, weil sie so bunt, so vielfältig ist und weil sie so viel Kreativität in allen einzelnen Bereichen ausdrückt. Wir haben ja jetzt gerade Halbzeit der Showtech und mit der Halbzeit sind wir außerordentlich zufrieden. Wir freuen uns sehr, wir haben das Besucherniveau auf jeden Fall gehalten. Wie viel es am Ende des Tages sein werden oder am Ende der Show wird sich noch herausstellen. Wir haben darüber hinaus aber unsere Internationalität steigern können, was uns sehr freut. Wir sind jetzt rund bei einem Drittel der Besucher aus anderen Ländern angekommen und das freut uns insbesondere. Die internationalen Besucher, die kommen, sind natürlich logischerweise, weil es einfach ist, aus den Nachbarländern, auch aus osteuropäischen Ländern. Aber wir haben Besucher aus Chile, aus Saudi-Arabien, aus China da, ist eine Delegation da, des Partnerverbandes der DTHG, der CETA in China. Also von daher freuen wir uns, dass tatsächlich aus allen Herren Ländern Besucher kommen. Der USP, der Kern der Showtech ist und bleibt die Bühnentechnik, das ist der wichtige Bereich. Den Aufwand, den die Aussteller betreiben, um sich hier ihren Besuchern, und sie warten auf internationale Besucher, sie wissen, es gibt einen Investitionsstau hier in Deutschland, Häuser müssten zwar renoviert werden, aber das Geld dafür fehlt, also müssen die Anbieter, Aussteller eben Kunden von anderen Ländern finden, wo Budgets noch vorhanden sind, die finden sie eben hier. Und der Aufwand, der betrieben wird, ist enorm, aber es rechnet sich, weil sie ihre Kunden hier tatsächlich finden. Die Idee, die uns beflügelt hat, den Wizard zusammen mit der DTHG und der BTR aus der Taufe zu heben, ist ganz einfach. Es geht darum, der Künstler hat eine Idee, wie eine Inszenierung zu laufen hat. Das ist seine Vision. Wie soll was ausschauen? Welcher Effekt soll beim Publikum ankommen? Aber das Ganze muss umgesetzt werden. Die Idee alleine reicht nicht. Da braucht man eine ganze Menge Know-how, modernste Technik, um das auch tatsächlich zum Laufen zu bringen. Und die Synergie zwischen diesen beiden Bereichen, zwischen Kunst und Technik, zwischen Know-how und der Inspiration, die dahinter steht, die versuchen wir mit dem Wizard in gebührender Art und Weise zu belohnen.